Das hast du nicht gewusst. Natürlich habe ich das nicht gewusst. Woher hätte ich es denn wissen sollen? Wenn es jedes Jahr da war, seit 15 Jahren, an jedem Faschingssamstag vor dem Faschingsdienstag. Von der Lilly vielleicht? Von der Lilly? Ach, die Lilly. Was hat sie denn gesagt, die Lilly? Die Lilly hat gesagt, dass... Die Lilly Schönbrunn. Gar nichts hat sie gesagt, was du das gar nicht gefragt hast. Genau. Weil du das bloß gesagt hast, damit ich mit dir mitgehe. Genau. Weil du allein nirgends hintraust. Genau. Weißt du, was du jetzt machst, Manni? Jetzt stell ich zuerst einmal die Heizung an. Genau. Und dann fahre ich heim. Genau. Jetzt wird's mir gleich schlecht. Komm, geh weiter, ich bring den auf. Ganz schwindelig ist mir. So, geh her. Jetzt schnaufst du erst einmal richtig durch. Geht's? Geht schon. Komm. Was machst denn jetzt du? Gehst du noch wohin? Nein, ich werde auch heimgehen. Wir können ja nur am Montag oder Dienstag ausgehen, wenn du wieder besser beieinander bist. Sag mal, hab ich dir jetzt vorher meinen Hausschlüssel gegeben? Hä? Ja, Fräulein, ich hab dir da vorher meinen Schlüssel gegeben. Geh, du hast doch mir deinen Schlüssel nicht gegeben. Niemals. Nicht. Ja, wo hast du denn dabei? Wo tust du denn immer hin? Der in der Tasche an einer Kette, weil ich sonst immer vergiss. Ja, und wo ist die Kette? Ja, am Gürtel von meiner Hosen. Und wo ist die Hosen? Und die Hosen? Die sind in der Wohnung. Also folgendes. Der Zellermeier ist nicht da, weil er auf Fasching ist. Und seine Frau hat keinen Dietrich. Der Liebhard Ludwig hat einen Dietrich, aber er hat noch mal hergeliehen. Er glaubt am Feichthansi und der ist schon seit 3 Tagen auf dem Fasching. Aber dann habe ich einen Siege Haselbeck angegriffen. Ja, und hat er jetzt einen oder hat er keinen? Ja, er selber hat keinen, aber er weiß, wer einen hat, nämlich der Prebstl Josef. Na, und wo ist der Prebstl Josef? Auch auf dem Fasching. Und zwar. Entweder im Osterwaldgarten oder in der Maximanl-Brauerei. Ja, oder woanders. Nein, eben nicht, weil der Haselbeck sagt, dass der Pröbstl Josef nur entweder da hingeht oder dorthin und nie woanders. Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt in meinem Zustand durch ganz Schwabing fahre und den Pröbstl Josef suche? Also was geht er denn überhaupt? Okay, das ist doch bei dem völlig wurscht, der ist doch über 2 Meter groß, den sieht man doch sofort. Ja, trotzdem. Schau, Franzi, da musst du halt warten, bis deine Frau kommt. Die wird dir dann schon abstellen. Ich muss mit dir reden. Ich hab mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich bin jeden Abend auf Fasching gewesen und dafür habe ich Zeugen. Seppi, du verstehst mich nicht. Ich will ja gar nichts von dir. Wir brauchen deine Hilfe. Ich sag nichts und ich weiß auch nichts. Seppi, hast du ein Werkzeug dabei? Was für Werkzeug? Ich brauch kein Werkzeug und ich hab auch kein Werkzeug. Seppi, du verstehst mich nicht. Schau, es ist nämlich so. Du kennst doch einen Monaco. So, Seppi, wie geht's dir denn? Und sogar der Monaco, wenn dies wieder ein Tricks ist. Ach, okay, Seppi. Hola, was ist da, Herren? Was ist denn das überhaupt für ein Schloss?
Da unten ein ganz normales Haustürschloss. Und oben ein Sicherheitsschloss, oder? Ja, genau. Los, so eins. Zeiss, Winter, Trelock, Brink. Ja. Ein ganz normales Sicherheitsschloss halt. Ist eingeschnappt oder abgesperrt? Eingeschnappt. Eingeschnappt? Ja, das kannst du mit kleinen Finger aufmachen, da brauchst du doch mich nicht dazu. Du schleichst da. Geh weg, das geht dir gar nichts an. So, jetzt pass mal auf. Da hast du einen Dietrich für unten. Da hast du einen Schraubenzieher für oben. Da schraubst du die Haptikplatten ab und dann ziehst du den Knauf ab. Und da hast du einen Zangerl, da drehst du den Vierkant nach rechts rum. Da hast du ein paar Handschuhe, also die brauchst du. Kann ich das? Das kann doch jeder Depp. Ja, und wenn es doch vielleicht ein Sturm mitkommen willst? Ich? Na wirklich nicht. Ich bin jetzt auf dem Fasching. Ich habe Betriebsurlaub bis zum Aschermittwoch. So, komm rein, Schatz. Geh mal. Komisch, gell? Da kannst krank sein, wie du magst. Und immer noch lockt das Weib. Ja, ja. Du, sag einmal, Franzi, meinst nicht, dass wir jetzt, ich mein, wo wir schon da sind, bloß eine Stunde. Wie spät ist denn? 12:30. Meine Gemme, es nützt alles nichts. Ein Mantel. Lilli? Ja, ja. Was? Na, servus, Lilli. Servus, Franzi.